Verbraucher weiß seit dem Jahre 2004 nicht mehr, ob ein Meister, eine qualifizierte Person einen Betrieb führt und auch entsprechend dafür für die handwerkliche Leistung gerade steht. Das garantiert der Meisterhaftbetrieb. Dort ist eine entsprechende Führung vorhanden und dort wird dem Verbraucher eigentlich garantiert, dass eine qualitativ hochwertige Leistung erbracht wird. Es ist sozusagen der gelebte Verbraucherschutz. Wir als Bauunternehmer sind eigentlich stolz drauf, dass es die Sterne-Kampagne gibt. Erstes Mal sind wir stolz auf unseren Verband, der diese Sache ins Leben gerufen hat. Und als Unternehmer, als Fünf-Sterne-Betrieb sind wir daran interessiert, auch diesen Standard zu halten. Das ganze System ist so aufgebaut, ähnlich dem Hotelsystem, kann man fast sagen. Denn es gibt Sterne. Wer also den Meisterbetrieb leitet, der kann also in der normalen Kategorie mitmachen. Wer allerdings noch darüber hinaus besondere Qualifikationen hat, der kann den 4-Sterne- oder den 5-Sterne-Meisterbetrieb erwerben und immer wieder das Ganze neu erwerben. Das heißt, einmal zugeteilt bedeutet nicht, dass er es immer behält, sondern er muss es immer wieder durch Weiterbildung garantieren. Die sind auch deswegen nicht teurer, nur weil sie jetzt ein Sternebetrieb sind. Aber die Qualität und die Ausbildung ist einfach besser. Also ein Meisterbetrieb muss ich zunächst einmal eine Grundbildung erwerben und dann fortlaufend eine Fort- und Weiterbildung eigentlich garantieren. Die muss er irgendwo erwerben und der Verband ist natürlich derjenige, der diese Fortbildungsmaßnahmen auch zur Verfügung stellt, anbietet. Wir haben also ein ständiges Programm bei uns im Hause, aber auch bei unserem Ausbildungszentrum, bei dem man also in Kursen Zusatzqualifikationen erwerben kann. Meistens bei uns im Hause. Es kann aber auch durchaus sein, dass ein Betrieb auch extern eine Weiterbildung oder eine Zusatzqualifikation erwirbt, beispielsweise ein EMAS-zertifiziertes Unternehmen ist. Wenn ich die Auswahl habe zwischen einem Sternebetrieb und einem No-Name-Betrieb, dann werde ich in jedem Fall den Sternebetrieb bevorzugen, weil ich eben weiß, dass da eine gesicherte, fundierte Ausbildung da ist.